Wir sind zurück in Le Castellet für eine weitere Runde der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft. Renault gewann hier ihren ersten großen Preis von Frankreich beim Einweihungsrennen im Jahr 1906, mussten dann aber sage und schreibe 73 Jahre auf ihren zweiten Erfolg warten. Sie werden sich heute mit Sicherheit ins Zeug legen, um den Fans hier wieder Grund zum Feiern zu geben. 6 Links- und 9 Rechtskurven sorgen auf dem Circuit Paul Ricard für insgesamt 15 Kurven, die es auf einer Länge von 5,79 Kilometer zu bewältigen gilt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit dürfte in etwa bei 229 km/h liegen. Richtig schnell wird es auf der Mistral-Geraden, da erwarten wir Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 330 Stundenkilometer. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Max Verstappen steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Hamilton, Alexander Albon und Ricciardo. Sainz, Norris, Vettel und Lance Stroll. Quert, Richards, George Russell und Gasly. Magnussen, Ocon, er hat eine Gridstrafe erhalten. Antonio Giovinazzi und Mick Schumacher, Raikkonen, Perez, King und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Got some points on the board. Let's continue this form and aim for another top 10 finish. Genau so ist es. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir sind dabei. Platz 12, um am Ende, weil sie tatsächlich noch zwei Autos bestraft haben. Unter anderem Esteban Ocon eine 10 Plätze Strafe bekommen. Und das ist auch sehr, sehr gut so, weil so haben wir zumindest ein Auto schon mal aus der Reihe hinten weg. Und ja, ich würde sagen, gucken wir mal, was wir für eine Strategie haben. Er sagt uns Soft und Medium. Aha, okay. Ja, mein Ziel ist es halt, so viele Punkte wie möglich mit zu Hause zu holen, ne? So, gucken wir mal. Okay, 3 passt soweit. Mal gucken, was die Fahrhilfen sagen. Mittel passt auch sehr gut. Und dann gehen wir rein ins Rennen. So, natürlich erstmal die Einführungsrunde. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Ja, 13 Runden stehen uns heute an hier in Le Castellet. Die Frage ist, können wir ja von Platz 12 aus ein paar Punkte mitnehmen? Also, Ricciardo ist so das große Ziel. Vettel, der Russell ist hinter uns, okay. Die Frage ist, wer ist denn, ist der Vettel? Der Vettel ist wahrscheinlich vom Kwiat, ne? Na, mal gucken, wie gesagt. Schon mal einen guten Start haben, vielleicht ist da was mit. Ja, Vettel ist vor Kwiat und vor Stroll. Den müsste ich schlagen, weil Vettel ist mein Rivale. Kurz die Temperaturen checken. Hm.
So, da kann ich jetzt nichts dafür, das ist das Spiel selber. So, jetzt heißt es gleich rein ins Rennen und so viele Positionen wie möglich gut zu machen. Vielleicht schaffen wir hier noch ein paar Punkte mitzunehmen. Platz 12 ist natürlich nach Hausnummer nach dem gut gelaufenen Training. Also hier durfte er nicht mehr raus am Ende. So, der Start ist Erfolg, Kiefert. Wo habe ich denn nur noch auf position, ach, jetzt. Ja, auf Platz 8 sind wir jetzt, dran. So. Er sagt, wir sehen in der Strecke überholt wahrscheinlich. Wow. Der Vettel will aber nochmal ran. Also, guter Start auf jeden Fall, Erfolg. So, die Frage ist, kriegt der Vettel jetzt kassiert? Ja, jetzt haben wir ihn. Der nächste wäre Daniel Ricciardo. Also 5 Plätze haben wir schon mal gut gemacht mit dem Start. Keep pushing. Let's capitalize on that first lap. So, vor uns sind Albon und Ricciardo. Ein aktueller, beziehungsweise eigentlich sagen wir mal zwei Ex-Red Bull-Piloten, weil Albon ist ja Ersatzfahrer. Weil Albon ist ja eigentlich auch Ersatzfahrer. Der ist ja nur degradiert zum Ersatzfahrer bei Red Bull. Aber das ist nicht unser Thema. Wir haben jetzt auch ein Auto hinter uns. Wir sind jetzt 7. 5 Plätze haben wir gut gemacht mittlerweile. Guten Start haben wir geholt. Leider keine aktuelle Bestzeit. Ja, wir kommen jetzt aber momentan nicht an Albon und so da vorne ran. Ricciardo, Albon. So, dann müssen wir jetzt ein bisschen nach hinten achten, dass der Vettel uns dann noch durchschlüpft. So, jetzt ist der Sainz vorbei an Vettel. Der Sieger aus Baku. Also, führen momentan für Leclerc, sehe ich das gerade richtig. Leclerc, Verstappen, Hamilton. Ach, der Vettel war auch noch neben mir. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Also Leclerc, Verstappen, Hamilton, Albon, Ricciardo, wenn ich richtig auf der Liste sehe. Oder zieht der Bottas da vorne? Nee, oder zieht man das? Nee, nicht Leclerc. Dann haben wir es so. Hamilton, Leclerc. Warte mal, ich muss mich ganz konzentrieren hier. Während die sich dahin schön noch geben. Ja, ich bin gerade dran. So, 13 Runden mal hier in Frankreich. Also, solange die sich da hinten kämpfen, dann wird das sich recht, weil dann kann ich nicht wegziehen. Also, nochmal. Hamilton vorne, dann haben wir Leclerc auf 2, dann haben wir auf 3
Max Verstappen auf 4, dann in Bottas irgendwann. 5. Albon, 6. Ricciardo, 7. wir. Okay. Also, wichtig ist, dass wir zumindest mal nur Ocon bekommen. Dass wir momentan auf Punktekurs sind. 6 Punkte wären es jetzt. Scheiße. Wir sind weit weg von der Linie gekommen. So, da muss ich mich jetzt wieder ein bisschen konzentrieren. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Mediums? Ja, der will gleich wechseln schon auf die Mediums. Solange ich mich jetzt hier, solange die sich dann kriegen, kann ich mich schön wegziehen. So, mein Ziel ist es ja, Vettel zu packen, zu schlagen. Das ist momentan, das ist ja der Weg nach vorne. Ricciardo, Renault wird wieder ein bisschen was ab und weggekommen. So, aktueller Vorsprung war circa eine Sekunde. Etwas weniger, 900stel. Das heißt, wir können uns durch die DRS-Zone gegen Sebastian Vettel retten. So, Norris ist jetzt Vettel 9. nur noch. Norris ist jetzt vorbei. Also die gibt es dann richtig zu dritt. Das ist auch mir eigentlich sehr wichtig oder sehr gut für mich. Weil die beiden eben. Oder wenn die 30 dadurch ein bisschen Zeit wegnehmen. Und ich wieder mit der es gegenhalten kann. Und nicht wirklich in das Fenster von denen komme. Entschuldigung, mit dem ERS mithalten kann. Das ERS ist ja da das ist Drag Reduction System, also dieser flachgestellte Flügel. Das ERS ist dieses elektronische Energierückgewinnungssystem. So rum. Das sind zwei verschiedene Teile. Aber ja, ich konzentriere mich jetzt gerade ein bisschen auf mein eigenes Rennen. So, könnt ihr 5 da vorne mal sehen, oder 6 sind das ja insgesamt. Könnt ihr vorne nicht mal ein bisschen einen Unfall verursachen? Also Safety Car wäre natürlich super gut. So, da bist du so kurz vom Boxenstopp oder so. So, jetzt versucht Norris gleich mal ranzuschlüpfen. Und apropos Safety Car. Irgendwo hat sie mich jetzt einen Flügel gekostet. Da lag nämlich ein Flügelteil auf dem Dings. Es war doch so ein Renault gewesen sein. Da Ricciardo und Albon relativ nah aufeinander geklebt haben, vermute ich, dass es ein Ricciardo-Flügel war. Oder ein Mercedes-Flügel, das kann natürlich auch sein. Weil die hängen da nämlich auch mit drin irgendwo. Also es war was Dunkles. Mal gucken, was es am Ende rauskommt. Das wäre gut, das wäre wichtig für mir. Wenn da vorne noch einer rausfällt. Ja, es ist tatsächlich ein Mercedes-Flügel gewesen. Und damit rutscht der Hamilton noch. Das ist kein Dreck. Hamilton is stopping now. We're gonna box this lap. Push hard on the in lap. Die Frage ist, ob ich jetzt reingehen soll oder nicht. So, momentan sind wir 6. Wir haben jetzt Stand jetzt 6 Positionen aber gut gemacht auf diesem Rennen. Also wenn ich hier in Platz 7, 6, 6, 7 nach Hause fahren kann, ich nicht zufrieden sein. Jetzt hat er mich. Und den Konter gegen Norris gesetzt. Aber wieder 6. Von 13 sind wir, haben wir.
Wir haben jetzt Platz 6, Runde 6. Super momentan dabei vorne. So, ich bleibe jetzt auch noch eine Runde draußen, um den Konter zu setzen gegen die McLaren. Weil der eine McLaren in die Box ist schon und der zweite McLaren klebt hinter uns. Das hoffe ich, dass ich die zwei geheizt habe. Ja gut, aber das ist klar. Wenn die alle in der Box fahren, ist der natürlich vorne weg. Ich habe jetzt immer Vierter sogar, aber das wird nicht. Hamilton. Safety car. From the race. Full course caution. The safety car is out. Keep an eye on the Delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Slow down. Maintain positive Delta. Na, ja, es ist natürlich blöd jetzt alle, aber die waren jetzt alle schon in der Box drin. Das heißt, es wäre jetzt. Strategy is available on the MFD. Hm. Okay, copy that. Ich gehe jetzt natürlich auch die Reifen wechseln. Ja, Hamilton ist raus, dann war es sein Flügel, der da lag und das ist gut. Dann wären wir nämlich Stand jetzt, wenn wir das Safety Car, wenn wir das Ding nach Hause fahren, Sechster. Ja, die gehen, die jetzt in der Box natürlich gehen, vorne noch nicht drin waren, die werden natürlich jetzt ein bisschen nach vorne gespült. Beziehungsweise jetzt haben wir vielleicht ein bisschen. Ah, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Vielleicht haben wir ein bisschen Dusel. Okay, slow down, slow down. Your Delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Ich denke, dass jetzt die. Da ist jetzt ein paar Autos, die schon in der Box waren, natürlich. Mick is in the pits. Mick in the pits. Na, Mick ist ja in der Box, das ist klar. Die ziehen jetzt alle natürlich durch. Exit now. You'll be racing as you leave the pits. Complete. Go now. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Also, wir haben es auf jeden Fall geschafft, den sechsten Platz zu erhalten. Das ist jetzt das Wichtigste. 21 Autos sind noch auf der Strecke, das ist immer das Wichtigste. Ich kann natürlich jetzt auf Mager gehen, ich kann das 60er reinnehmen und vielleicht können wir nochmal ein gutes Ergebnis rausholen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir nochmal das ein, zwei Autos kassieren. Oder zumindest den Ricciardo da vorne noch mitnehmen, ne? Also, nochmal kurz in die Sortierung gerade, kurz Bottas führt das Rennen an vor Charles Leclerc und dann die beiden Red Bull mit Albon und Verstappen auf den Plätzen 3 und 4. Vor uns ist Ricciardo noch und damit ist ja Leclerc ist nicht aus dem... gut, Hamilton ist ausgeschieden. Ne, alles soweit ist sortiert, ja. Ja, jetzt hilft sich halt ruhig ein, zwei Runden später kommen sollen. Ja, dann wäre ich nochmal 3 durchgefahren und hätte mir dann den Dings doch geholt. Na gut, aber egal. Es ist halt manchmal ein bisschen. Naja. Ist halt ein bisschen manchmal verwirrend. So, also der Abstand, wie gesagt, sind natürlich jetzt alle eingestampft. Die Abstände fahren auch vorne weg. Vielleicht schaffen wir hier ein gutes Endergebnis. 6. sind momentan, wären 8 WM-Punkte. Und wir sind von Platz 12, also eigentlich von 14 gekommen. Aber durch die zwei Strafen, dass ich wo konnte, ich weiß gar nicht, wer der zweite war, der jetzt die Strafe kassiert hat. Ich spare mir natürlich jetzt schön, dass er es auf und auch das Benzin auf, damit ich immer noch pushen kann. Vielleicht haben wir ja noch mal ein bisschen Glück. Der Start ist ja wunderbar gelungen. Also wir sind ja relativ schnell durchgezogen. Dann sagte mir das Spiel, ja, ein Vettel, den musst du nochmal vorbeilassen. Also wir haben ja 4 Plätze gewonnen. Direkt am Start. Es ist alles noch drin, liebe Leute.
Leider dürfen wir jetzt natürlich nicht überholen, das ist klar. So, bis das leer ist, dann wieder eingestellt wird, dauert dann auch wieder ein, zwei Rundchen. Also wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht sogar noch, haben vielleicht dann noch zwei Runden unter normal, also solchen normalen Bedingungen. Und dann können wir vielleicht schaffen wir es noch. Es ist jetzt auch sogar noch ein Podium drin, am Ende. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. So, der Bottas darf natürlich jetzt wieder ein bisschen. Darf jetzt wieder ein bisschen kontrollieren. Ich stelle schon mal alles ein, damit ich gleich ziehen kann, mitziehen kann. So, jetzt geht's los. Der Angriff gegen Daniel Ricciardo schon. Vielleicht kriege ich ihn noch. We're leading our teammate by 4.6 seconds. Hab ihn. Das ist schon mal ein wichtiges Sieg gewesen, gerade was die Konstrukteurs-WM betrifft, den Ricciardo schon zu kassieren. We're running an excess of fuel. We can turn up the engine to mix mode 3 if you need it. Turn fuel to rich. So, jetzt gehe ich auf Mappen, auf Power. So, drei Runden haben wir noch. Ein bisschen konzentrieren jetzt hier. Wir haben noch ein paar Runden Zeit. Ah, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht noch das ein oder andere Auto mehr kassiert. Aber es hat zumindest funktioniert, dass wir ein Auto kassiert haben. Und somit sind uns wieder zwei wichtige WM-Pünktchen geholt. Da haben wir jetzt über 5 da hier in Frankreich. Und haben die direkte Konkurrenz hinter uns. Und dahinter ist Rick Ocon auch schon. Der ist auf 8, ne? Our gap to the car in front is 2.3 seconds. 2,3 Sekunden Rückstand auf den Red Bull da vorne. Die 4 werden wir da vorne nicht kassieren. Die werden wir wahrscheinlich nicht einkassieren. Ich werfe jetzt natürlich voll drauf auf Fett und so, um mir einfach dahinter mir wegzuhalten. Is leading the race. Bottas, Leclerc und dann die beiden Red Bull und dann haben wir, sind wir schon dabei. So, Verstappen rutscht jetzt ein bisschen raus da vorne aus dieser kleinen Gruppe. There's 4 laps of fuel remaining. Ich bleib natürlich voll drauf, weil
sind jetzt noch zwei Ründchen, also eine Runde haben wir noch und diese hier noch. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Ja, das hätte ich gerade ruhig eine Runde länger draußen bleiben müssen, damit wir den noch mit einer Runde hätten halten können. Jetzt haben wir nämlich das Problem. Wir haben zwei Runden Zeit, um uns mit DRS zu snacken. Aber vielleicht tut sich die KI den Gefallen und schießt sich mit zwei Autos selber ab. Und dann werden wir immer sogar noch ein Podium am Ende. Dann wird das unser drittes Podium. Aber ich gehe da mal davon aus, dass wir maximal diesen fünften Plätze rausfahren. Und da wäre ich super, wäre ich schon zufrieden mit. Dann hätten wir sieben Plätze gewonnen und dann wären wir, glaube ich, sogar Fahrer des Tages. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir das Ding hier durch nach Hause atmen. Irgendwie nach Hause holen. Weil Ricciardo macht natürlich Druck ohne Ende. So, Albon. Ja, aber verzapfen wir mal miteinander, okay. Also Albon hängt an Leclerc dran, also die zwei, die drei da vorne geben sie es auch noch. Ja, eine Auswahl haben wir ja, das ist Lewis Hamilton. Wir haben noch zwei Runden plus, wir können noch mal ein bisschen wegfahren. This is your final lap. Final lap of the race. Letzte Runde. To the car ahead is 3.1 seconds. Da vorne sind 2,1 Sekunden. Das werden wir nicht mehr aufholen. Die Frage ist, kriegen wir da hinten noch was gehalten? Ricciardo, kann er uns ein bisschen wegbleiben? Ja, kann er. Er kommt nicht in die Situation, wo er angreifen kann. We have two laps of fuel remaining. So, jetzt gibt es hier die letzten Kurven noch. Den lasse ich jetzt hoffentlich verhungern. Naja, der bleibt weg. Der geht. Jetzt versucht das nochmal. Aber oder? Naja, doch nicht ganz so. Also, Bottas wird das Rennen hier gewinnen in Frankreich, in Le Castellet. Dann wahrscheinlich vor Leclerc und den beiden Red Bull. Die Frage ist, wer wird Fünfter? Ah, das kriegen wir noch hin mit der Power. Ne, kriegen wir nicht. In der letzten Kurve holt sich Ricciardo noch den 5. Platz und wir haben den 6. Und dann holt sich der Renault noch in der letzten Kurve den positiven Sieg. Also nicht den Sieg, aber die Position noch. Ich dachte mir, ja, ich krieg den schon irgendwie noch gehalten. Wieder mal ein fantastischer Preis von Frankreich. Am Ende war es ein absolut verdienter Sieg. Und du kommst mit Fahrer des Tages sogar noch. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Mann, wirklich, ey, auf den letzten Metern, ohne das DRS wäre ich den gehabt.
Und aber jetzt ist doch nur Platz 6, aber wieder zwei WM-Punkte, die uns geklaut wurden. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Esteban Ocon. Er hat einfach am meisten Talent dafür, seine Reifen optimal auszunutzen und das hat er heute gezeigt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Na, warte mal, halt, das wollte ich jetzt gerade nicht sagen. So, gucken wir auf die Rangliste eben kurz. Ja, das ist natürlich jetzt, klar, wir haben jetzt ein bisschen was jetzt nach vorne gearbeitet. Sind jetzt Fünfter weiterhin, also es hat sich nichts getan. Aber auf Renault haben wir nochmal Plätze verloren durch diesen Last-Minute-5. Platz von Daniel Ricciardo, der uns tatsächlich da auf der letzten Meter noch überholt. Weil dann hätten wir nämlich 97 und sie hätten 101 gehabt und dann wäre Platz 4 noch drin gewesen. Jetzt sind es 8 Punkte. Na gut, irgendwie müssen wir es gucken. Schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 dass es dann am Ende nicht gereicht hat, um dann diesen Platz nach Hause zu ziehen. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? So. Klasse, das war dann alles. Ich dachte mir, schön, den kriegst du auf den letzten Meter, weil ich einfach mal den Schub noch bekommen habe, dachte mir, jetzt holst du den letzten Meter, aber dann hat er nämlich das DRS gekriegt. Deswegen konnte er nämlich flach stellen. Deswegen hat er uns geholt. Das hat es gereicht. Das hätte man gehabt mit dem Links. Aber es reicht leider nicht ganz. So, gut, dann sind wir jetzt auch durch. Wurde ein bisschen ein gutes Ergebnis. Qualifying ist mindestens Platz 10, ja. Leider nicht ganz geschafft, aber 70.000 haben wir dazu gekriegt fürs Team. Gut, nächste Rennen ist dann in Österreich.